Hi Leute, hier ist der Frederik wieder für euch und ich habe heute ganz, 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 ganz viele Sachen für euch. Ich wollte dazu nur ein Video machen, sonst wird das echt lange und es ist hier richtig warm in der Bude. Prost! Ungefähr so 35 Grad oder so. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt hier im Laufe des Videos irgendwelche Schweißtropfen laufen seht oder hier die ersten Schweißränder sich abzeichnen. Das bin dann ich. So, fangen wir mal an. Ich war auf der ILA. Ah, wie schön. Oh, ich sehe euch. Ich war auf der ILA. Die ILA ist die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, die alle 2 Jahre in Berlin stattfindet. Und ja, ich habe da zum Beispiel so ein Büchlein bekommen. Dem einen oder anderen wird das was sagen. Das ist nämlich die Schweizer Luftwaffe. Und was hat die Schweizer Luftwaffe? Die Schweizer Luftwaffe hat auch Taschenmesser. Hier ist irgendwie ein Poster drin. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ah, okay. Ist also kein Merchandising-Heft irgendwie. Ist echt ein Heft, nur über die Schweizer Luftwaffe. Egal. Umso schöner. So, auf jeden Fall, wenn ich schon mal da bin und da stehen irgendwie ein paar Schweizer rum, dann dürfte ja eigentlich meine nächste Handlung klar sein. Ich habe ein paar Messer gekauft, 5 Stück an der Zahl, 5 Spartane. Und die kloppe ich euch jetzt einfach nacheinander in die Kamera. So, hier ist das erste in Blau. Und ratet mal, was auf der Rückseite steht. Nämlich genau das. Patrouille Swiss. Das war das erste Spartan. Ach, ich lasse sie gleich ausgepackt. Ne, ich lasse sie eingepackt. Das war Nummer 1. Dann haben wir hier die Nummer 2. Die Nummer 2 ist erstmal weiß. Ein weißes Spartan. Und mein lieber Dirk, du hast gesagt, die Pinzette ist immer da, wo das Victorinox-Logo ist. In deinem letzten Video. So, und was siehst du hier? Da haben wir schon wieder einen Salat. So, wieder klug geschissen. Viele Grüße an dich, Dirk von Knife is Knife. Egal, weiter zum Messer. Dann haben wir hier einmal Lufttransport Staffel 8. Lufttransport Staffel 8. Und weiter geht's im Takt. Dann haben wir hier. Also, ich habe alle gekauft, die es da gab, irgendwie. Patrouille Swiss nochmal in Schwarz. Das habt ihr vorhin in Blau gesehen. So, dann haben wir hier. Ein rotes Stück mit diesem Aufdruck. PC7 Team. Und dann haben wir schon das letzte. Oh, das sieht cool aus. Das letzte ist auch wieder schwarz. Und auf der Rückseite haben wir Fighter. SQN Section heißt das bestimmt irgendwie oder so. Fighter Section 18. Sieht richtig cool aus. Ja, Freunde, das sind meine Einkäufe von heute. Sehr spontan. Eigentlich wollte ich gar kein Geld auf der ILA ausgeben. Ich habe diese Merchandising-Stände, da mache ich eigentlich immer einen Boden rum. Einen Boden rum? Einen Bogen drum rum. Es geht schon los. Die Hitze schlägt mir aufs Gemüt. Ja, und heute habe ich eben keinen Bogen drumherum gemacht, weil ich irgendwie vom nächsten Termin noch ein bisschen Zeit hatte. Und dann bin ich mal so ein bisschen bummeln gegangen. Es war eh gerade weiter nicht los.
So eine Schätzchen findet man dann. Total geil. So. Jetzt geht's weiter. Ich habe auch noch ein bisschen Post bekommen. Von dem lieben Erwin. Und dann schauen wir mal, was der liebe Erwin mir geschickt hat. Erwin ist echt ein super netter Mensch. Ebay-Verkäufer, Ebay-Händler, Ebay was auch immer. Wir haben uns ganz viele Nachrichten hin und her geschrieben. Also Erwin, ich danke dir nochmal. Vor allen Dingen kann da Erwin Pakete schicken, die sehr leicht aufzumachen sind. Ach, hätte ich mal besser den Mund gehalten, Menschenskinder. Ja, noch jetzt aber, oder? Jetzt müsste alles offen sein. Das sieht gut aus. Oh, sehr schön. Hier haben wir sogar noch ein kleines Briefchen dabei. Das ist einmal Müll. Schauen wir mal, was wir hier in dem Briefchen noch haben. Oh, die PayPal-Rechnung. Und hier nochmal so ein Victorinox-Prospekt. Ich glaube, davon habe ich mittlerweile 20 Stück hier irgendwie rumfliegen. Also Erwin, super vielen lieben Dank. Bist echt ein Netter. Ich werde dir heute Abend auch nochmal schreiben, falls du das Video nicht sehen solltest. Jetzt schauen wir mal, was er hier in der Verpackung hat. Ach, ich krieg die Motten in Geschenkpapier eingepackt. Wie schön. Ist ja auch mal eine schöne Idee. Bestimmt weiß der Erwin, dass ich bald Geburtstag habe. Und deswegen hat er es ein bisschen schicker gemacht. So. Allerdings musste ich mein Geburtstagsgeschenk selber bezahlen. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. So, Freunde. Jetzt haben wir hier einmal eine Verpackung, die so aussieht. Und jetzt haben wir hier einmal ein Messer, was so aussieht. Und auf der anderen Seite so. Dieses schöne Messer wollte ich schon haben, seit ich angefangen habe, Victorinox-Messer zu sammeln. Und dann hat irgendjemand aus der Facebook-Gruppe Gott sei Dank den Link gepostet. Also die Gruppe ist doch auch mal für was gut. Vielen Dank nochmal an den Poster, an das Poster. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Trotzdem egal, der Link war da zu diesem Messer. Ich habe es gekauft, alles bestens. Ich will mal sagen, hier haben wir einen ganz normalen Trailmaster. Mit Wellenschliffklinge, hier mit den beiden Öffnern. Oh, da ist das Öl auch schon, hat schon bessere Tage gesehen. Ah, ihr seht das hier ganz schön. Hier oben in der Ecke. Ja, da genau. Egal, das kann man alles neu machen. Und dann haben wir natürlich noch dabei Saison. Also ein ganz normaler Trailmaster. Eben, ich glaube, das Messer war der Vorgänger des aktuellen Schweizer Armeemessers. Da sah das so aus. Und was ihr jetzt kaufen könnt, ist die Neuauflage von dem. So viel dazu. Das ist auch neu, freut mich sehr. Und dann habe ich heute, wie schön, noch ein Paket bekommen. So, ach. Das sieht schon wieder nicht so gut aus, Leute. Das sieht schon wieder nicht so gut aus. Ach Gott, ach Gott. Ah, ich habe aber das Prinzip schon mal verstanden des Pakets. Ich habe das Prinzip verstanden. Genau, hier ist ein Schniepel. Ich das hier so ganz fein aufschneide. Da müsste ich hier eigentlich den Schnippel gleich rausziehen. Ja,
Was bin ich ein Fuchs? So, Freunde. Scheiße, warum ist denn das hier so blöd? Jetzt. Muss hier aufschneiden? Ach Mensch. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, so machen wir das jetzt. Bist du nicht willig, so brauche ich nämlich auch mal Gewalt. Ich habe hier keine Lust mehr auf die Faxen. Komm her. Hier geht ja gar nichts. Was ist denn das? Geht hier was oder geht hier nichts? Ach, ist das alles schade. Ja, komm. Komm. So, zack. Für was haben wir denn hier Schweizer Messer am Werk? Aus die Maus. So, ich habe auch mal bei dem Kollegen Tuscher bestellt. Ein paar Sachen. Eieieiei. So, hier haben wir auch noch ein Briefchen dabei. Das interessiert man nicht. Leute, ich bin hier am Schwitzen wie ein Depp. So, jetzt haben wir hier erstmal den ganzen Müll wegpacken. Was ist denn das hier? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles ist. Aber das ist immer am besten. So, fangen wir erstmal mit dem Spektakulären an. Also ich glaube, das hier ist so ein kleines Giveaway von dem guten Herbert Tuscher. Was ist das hier? Rostfreier Messenstahl, längs und konisch geschliffen, spülmaschinenfest. Was ist denn das? Ach, Tomatenmesser, ja. Wer wäre jetzt da drauf gekommen? Nee, also ja, Tomatenmesser, immer gut. Meine Frau wird es freuen. Vor allen Dingen die Farbe, Pink ist dabei. Was will man mehr? So, dann gab es da Leute, die haben gestern schon hier das Unboxing gemacht von den Color Twins. Da habe ich dann ganz neidisch zugucken müssen. Aber damit ist es jetzt vorbei. Hier habt ihr einmal die Verpackung. Da sind Apfelsinen drauf. Hier habt ihr einmal den Spartan in Orange. Und der ist sehr orange, wie ihr seht. Also die Griffschalen sind echt ein Hingucker. Ich würde sogar mir das nochmal kaufen und würde die Griffschalen irgendwie auf meinen Explorer machen oder auf meinen Compact. Weil die sehen echt mal geil aus. Ja, hier haben wir noch irgendwie so ein Grünzeugmesser. Ich packe das alles auf den Haufen. Ja gut, die Verpackung davon hebe ich jetzt auch nicht auf. Also Color Twins, große Klinge, kleine Klinge. Ja komm, ja, auf Wiedersehen. So, weiter geht's im Takt. Ah. Dann haben wir dasselbe nochmal in grün. Tschüss. Grünet hier Apfel, Kiwi, Gemüse. Pff, weiß der Geier was für ein Messer? Da grün. Achso, tschüss. Und dann haben wir das gute Stück in grün. Jeder weiß, dass ich Werder Bremen-Fan bin. Was ist Werder Bremen? Grün. So. Und stinkt nicht nach Fisch. Erspart euch irgendwelche blöden Kommentare, Freunde. Nein, also daher mag ich natürlich das Grüne absolut am allermeisten. Das sieht schon richtig geil aus. Das. Also ich kann euch da wirklich nur zu raten, kauft euch das Ding. So ein Set kostet 20 Euro, sucht euch wenigstens eine Farbe aus. Spartan ist auch ein gutes, universelles Messer. Ja. So sieht's aus. So, weiter geht's im Takt. Fernbedienung für Dosenöffner habe ich jetzt mittlerweile schon 10.000 oder so. Naja, heben wir es mal auf. Ich weiß echt nicht mehr, was ich bestellt habe. Aber wir schauen mal. Ach ja, doch, mir fällt es wieder ein. Ich habe noch einen Classic bestellt.
damit habe ich auch schon die ganze Zeit geliebäugelt irgendwie. Und zwar ein Classic SD mit Goldbarren von Degussa. Degussa verkauft auch richtige Goldbarren. Also ist absolut ein seriöses Ding. Ihr habt dann noch so ein Zertifikat. 999er Gold. Mensch, man hat da Angst und Bange, das Ding hier anzufassen irgendwie. Und das ist Tatsache 1 Gramm. Feinstes Gold. Oh, das sieht man schön. Das sieht ja cool aus. Das spiegelt sich ja sogar so schön. Guckt euch das an, Freunde. Ist das nicht wunderschön? Als ich dieses Perlmuttmesser gefunden habe bei einem Spontankauf in Berlin, da bin ich irgendwie auch auf das Goldene aufmerksam geworden. Da habe ich gedacht, naja gut, das Messer an sich kannst du natürlich in die Tonne treten, aber ist so eine echt eine schöne Spielerei. Jetzt bin ich reich, jetzt habe ich 1 Gramm Gold in der Bude liegen. Ich bin begeistert. Ansonsten ist es ganz normales Classic SD mit Schere, Klinge, Nagelwerkzeug, Schraubenzieher. Darum sage ich jetzt dazu mal weiter nichts. Ey, was ist denn das hier? Was ist denn hier mit dem Zahnstocher los? Wer hat sich irgendwie einen Zahnstocher verlaufen? Der kommt da nicht hier hin, oder? Was ist denn das für ein Driss? Hier ist ein einzelner Zahnstocher in der Packung. Ah, da klebt ja noch eine Salami dran, ja, super. Nein, Spaß. Alles bestens. Ich will jetzt hier nicht den Outdoor-Tuscher-Versand schlecht reden. Ist wirklich sehr nett. Kann ich echt nichts gegen sagen. So, haben wir das auch wieder zu. So, Freunde, ihr habt es gleich geschafft. Noch 2 Exponate. Ne, hier weiß ich, was drin ist, und dem anderen weiß ich nicht. Mache ich erstmal das, was ich weiß, und ist bei dem anderen die Überraschung größer. Genau, das ist ein Ranger mit Campingaufdruck. Ich habe zwar schon einen Ranger, wahrscheinlich schon mehrere. Ich habe auch schon den Camper mit Campingaufdruck, aber eben noch keinen Ranger mit Campingaufdruck. Absolutes Luxusproblem, also muss ein Ranger her mit Campingaufdruck. Da ist das gute Stück. So, und weg damit. Ich habe schon genug Reviews zu Rangern gemacht. Von daher, wenn euch da irgendwie die Werkzeuge interessieren. Ich habe jetzt, glaube ich, so knapp 80 Videos. Schaut ihr einfach mal durch. Da ist für jeden das Passende dabei. Genau, und damit habe ich auch schon immer geliebäugelt. Das ist nämlich ein Messer vom Münchner Oktoberfest. Und auf der Rückseite steht nochmal outdoortuscher.de. So, jetzt habe ich natürlich 2 Alternativen. Entweder Herr Tuscher erlässt mir das Geld, was ich dafür bezahlt habe, und sagt, das ist ein Werbegeschenk, oder ich wechsle einfach die Hülle aus. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Ich bin damit schon so zufrieden, wie es ist. Na, schaut's euch mal an. Ich war schon mal auf dem Oktoberfest. Darum musste auch so ein Messer her. Sehr schön. Ja, Freunde, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Das war jetzt mal ein absoluter Schnelldurchgang. Ihr seht hier schon meine glänzige Stirne. Also ich bin hier wirklich am Wegfließen. Von daher will ich jetzt gar nicht mehr lange rumlabern. Ich bin mir sicher, ihr habt ganz viel interessante Messer gesehen. Ich werde mich jetzt erst noch mal ein bisschen mit jedem Einzelnen beschäftigen. Ich sage danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich wünsche euch ein super schönes, super sonniges Wochenende. Bleibt gesund, habt viel Spaß. Genießt das Leben, genießt die Freiheit. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.